Die Ostverbände der AfD treten deutlich volksnäher und selbstbewusster auf. Was hindert denn die Westverbände, ebenfalls einen volksnäheren Kurs zu verfolgen? Warum sind die Volksvertreter aus Westdeutschland doch eher verhalten? Ja, das ist eine gute Frage. Da sind wir ja gerade dabei, es zu versuchen zu verändern. Ich glaube, die Sozialisierung hier im Osten durch diese Einschränkungsmaßnahmen, die wir als DDR-Bürger immer schon hatten, da sind ist die Sensorik doch eine andere als im Westen. Und ich glaube, deswegen sind mehr Volksvertreter aus dem Osten, wenn es dann so ist, mehr Volksvertreter aus dem Osten bei den Bürgern hier, bei den Bürgerprotesten als im Westen. Aber mich macht es stolz, dass auch in großen Städten im Westen die Leute jetzt auf die Straße gehen und sich nicht mehr einschränken lassen und sagen, es reicht jetzt hier. Wir wollen keine Spaltung der Gesellschaft in Geimpfte und Ungeimpfte oder in was auch immer. Und da sind ja alle unterwegs. Geimpfte, Ungeimpfte, Geboosterte, alle sind dort unterwegs und machen Druck auf der Straße. Und ich glaube, dass die Kollegen im Westen da auch noch mehr zu finden sind in nächster Zukunft. Warum hat das denn so lange gebraucht, dass überhaupt Bundestagsabgeordnete bzw. Volksvertreter aus den westdeutschen Ländern jetzt auch auf die Straßen gehen? Da haben ja die Ostdeutschen doch vorgelegt. Ja, also der Protest ging ja meistens immer hier vom Osten aus. Auch bei der Flüchtlingswelle waren wir ja einen der ersten hier mit, die das auf den Fokus hatten und draußen auf dem Domplatz demonstriert haben. Bei der Corona-Geschichte waren wir auch die ersten, die schon im April 2020 mit der Fraktion draußen mit Bezug zum Plenarsaal eine Demo veranstaltet haben. Es ist schwer nachzuvollziehen, warum das so ist. Ich hätte mir bei bestimmten Themen auch gewünscht, dass im Westen das etwas anders gehandhabt wird. Auch bei der Asylkrise, bei den ganzen Problemen, die dort waren, mit Vergewaltigung von Mädchen durch Afghanen, diese ganzen Probleme, die da entstanden sind, da hat man doch im Westen einen anderen Kurs gehabt und gesagt, da halten wir uns von fern. Und das, glaube ich, war ein großer Fehler, weil diese Leute eben keine Lobby haben. Genau wie diese Menschen jetzt ja auch keine große Lobby haben, außer uns als AfD. Und ich hoffe, dass da die Kollegen im Westen doch noch ein bisschen härter dran arbeiten, vielleicht doch noch etwas öfter auf die Straße zu gehen und beim Bürger zu sein. Welches ist denn der Kurs für die Zukunft? Ist das dann eher der Kurs, was die Westdeutschen vertreten oder der Kurs der Ostdeutschen? Wenn ich die AfD wähle, woher weiß ich dann, welcher Kurs verfolgt wird? Also wir haben ja jetzt bald eine neue Wahl unseres Bundesvorstandes und da hoffe ich eben, dass dort so gewählt wird, dass sich alle wiederfinden und dass da ein gemeinschaftlicher Kurs verfolgt wird, der natürlich auch bei den Bürgern draußen auf der Straße ist. Im Osten waren wir immer öfter auf der Straße, wie ich schon gesagt habe, und da muss es auch wieder hingehen. Wir müssen die Parlamente verkleinern, wir müssen den Leuten zeigen, dass wir eben nicht an unserem Posten hängen, sondern dass wir eine direkte Demokratie mit dem Bürger wollen. Und deswegen sind wir auf der Straße und deswegen werde ich das auch immer weiter verfolgen, weil ich glaube, dass das der richtige Weg ist. Diese aufgeblähten Parlamente, dieses Festhalten an der Macht, das sind alles Sachen, die die Bürger da draußen wirklich nerven. Und das haben wir hier im Osten relativ schnell erkannt, weil wir es noch aus alten Zeiten kennen. Und bei anderen war es eben anders. Meuthen ist nun weg. Ist das positiv oder negativ für die AfD? Ich glaube, das ist relativ positiv, weil er natürlich in den letzten Monaten, fast im letzten Jahr oder noch länger, wirklich immens geschadet hat. Durch die Angegriffenheit von ihm, der sich immer angegriffen fühlte, wenn man sein Rentenkonzept eben nicht wollte. Und ich war ja bei der Rentendebatte auch mit dabei und habe an diesem Rentenprogramm mitgearbeitet. Dort fing das eigentlich alles an, dass er einen anderen Kurs als wir vertreten haben und er sich nicht in diese Linie gebracht hat, die Parteilinie zu akzeptieren, dass eben 99% eine andere Meinung hatten als er. Und es hat sich auch eben ein anderes Problem fortgesetzt. Er wollte eine Spaltung des Ostens und des Westens bei der AfD. Das hat er auch relativ schnell sein lassen. Und ich glaube, dass das uns wirklich befreit, dass der Kollege Meuthen jetzt weg ist und wir wirklich jetzt einen Bundesvorstand wählen können, der alle vertritt und mit dem wir wirklich zu alter Stärke zurückfinden können. Meuthen stand ja für den Anbiederungskurs an das System. Ist mit dem Weggang Meuthens auch dieser Kurs dann Geschichte? Also ich glaube, wir müssen einen Kurs fahren, und das haben wir hier in Sachsen-Anhalt immer gemacht, der erstmal inhaltlich sachlicher Natur ist. Und wir müssen aber trotzdem unsere Oppositionskraft nicht verlieren. Wir müssen also beides machen. Sachanträge stellen, wo die Bürger merken, gut, die wollen ja was für uns. In Sachsen-Anhalt war das immer ein Kurs, dass wir die Familien stärken wollen, und zwar unsere eigenen. Und da müssen wir hin, vernünftige Anträge bringen und trotzdem nicht vergessen, dass wir Opposition sind, nachhaken, hart bleiben, hart in den Formulierungen auch bleiben, aber eben immer so mit dem geschliffenen Wort und nicht, dass man es uns vorwerfen kann, sondern dass man wirklich die knallharten Aussagen hier vertreten kann. Und die haben wir hier immer vertreten und deswegen haben wir hier eben auch das entsprechende Wahlergebnis, was ich mir im Westen natürlich auch irgendwann wünschen würde.
Welche Rolle sollte denn in der Zukunft Björn Höcke für die AfD spielen? Gut, bei Björn Höcke bin ich ein bisschen befangen, weil es ein guter Freund von mir ist. Trotzdem, wenn ich sachlich sehen muss, muss ich sehen, dass er auch in den, also meiner Meinung nach auch in den Bundesvorstand gehört, weil er wirklich ein kluger Kopf ist, weil er ein vernünftiger Mensch ist und weil ich glaube, dass er uns auch weiterbringt. Wir sind eine breit aufgestellte Partei, die von libertären Flügel bis nationalkonservativ nach ganz rechts außen reichen muss. Und wenn wir die Bürger da draußen erreichen wollen, genau aus diesen Perspektiven heraus, dann müssen wir auch Björn Höcke mit einbinden und dann müssen wir auch alle anderen mit einbinden, sodass wir dieses Wählerpotenzial, was wir im Osten schon haben, auch für den Westen generieren können. Heute sind ja dann auch wieder Proteste bzw. die klassischen Montagsspaziergänge. Wie stehen Sie denn dazu? Was bringen denn diese Proteste? Also ich bin stolz auf unsere Bürger, die jetzt wirklich gesagt haben, bis hierhin und keinen Schritt weiter. Wir sind die rote Linie. Wir lassen uns hier nicht in Familien guter und schlechter Natur spalten. Das ist schon bemerkenswert. Ich hätte gedacht, dass das hier noch länger dauert in Deutschland. Aber wir sehen doch, die Bürger nervt es, ständig von oben reguliert zu werden bei Sachen, die sie selbst für sich entscheiden können. Und deswegen bin ich auch einer derjenigen gewesen, der jedes Mal montags hier mit auf der Straße ist und die Sache mit beobachtet und natürlich auch die Bürger schützt. Weil wir erleben momentan auch von der Polizei aus eine Gewaltspirale, und zwar nicht von der Landespolizei in Sachsen-Anhalt, sondern von anderen Polizeikräften, die hier dazugeführt werden aus Berlin oder aus Hessen, dass hier Sachen passieren auf unseren Straßen, wie man mit den Bürgern nicht umgeht. Und das ist meine parlamentarische Verpflichtung, dort draußen dafür zu sorgen, dass eben nicht Pfefferspray angewandt wird, dass nicht mit dem Knüppel einfach draufgeschlagen wird. Und wenn selbst der Bürgermeister Magdeburgs, der ja SPD-Mitglied ist, sagt, lasst die Leute doch laufen, dann kann man nur sagen, lasst sie auch laufen, weil das geht so nicht, dass man hier Blockaden errichtet, Leute herausbricht aus diesem Demonstrationszug und es sind immer um 200-300, die rausgebrochen werden, eingekesselt werden, von denen nimmt man die Daten auf, die dürfen dann beim nächsten Mal nicht mehr auf der Demonstration teilnehmen, weil sie dann die Befugnis nicht mehr haben, hier auf diesem Platz zu sein. Das sind Geschichten, die kenne ich noch aus DDR-Zeiten und so macht man natürlich auch die Bürgerbewegung immer kleiner. Wenn man jedes Mal 200, 300 rausbricht, die beim nächsten Mal nicht mehr dabei sein dürfen, dann versucht man von ganz oben herab hier eine parlamentarische Kraft wie uns zu verhindern und auch die Bürger von der Straße zu bekommen. Und wir brauchen die Bürger auf der Straße, weil wir für direkte Demokratie sind und darum werden wir uns immer vor diese Bürger stellen. Hätten diese Bürger, die jetzt auf die Straße gehen, auch die Kraft und vielleicht die Macht, irgendwas zu ändern? Also bringt das wirklich was? Werden diese Menschen gehört? Also ich hoffe, dass es was bringt, weil sonst nimmt das hier einen ganz schlechten Verlauf, den wir ja alle nicht wollen. Ich glaube, dass man sich schon damit auseinandersetzen muss, wenn da draußen 5, 10, 15.000, in Rostock hatten wir 27.000 Leute auf der Straße, die kommen ja da nicht ohne Grund hin. Die haben einfach die Nase voll von dieser etablierten Politik, die aus Filz und Mauschelei und aus Tricksen und Täuschen besteht. Die wollen einfach Politiker, die für sie da sind. Und wir sind die einzige parlamentarische Kraft, hier zumindest in Sachsen-Anhalt, aber ich glaube auch in den anderen Bundesländern, die diesen Leuten den Rücken stärken, weil dort draußen sind keine Neonazis oder gewaltbereite Hooligans. Und wenn von 10.000 Leuten da 30 dabei sind, ja dann mein Gott, kann ich es auch nicht ändern. Aber diese 10.000 Leute, die da draußen Druck machen, die brauchen wir auf der Straße, damit die Politik in die richtige Richtung gelenkt wird und wieder was für den Bürger macht und nicht gegen den Bürger. Was kann denn die AfD für diese Bürger tun? Also wir sind ja ständig mit da draußen und versuchen dort auch eben zu regeln, dass sie nicht angegriffen werden. Wir sind natürlich hier im Parlament auch bemüht, Sachen umzusetzen. Wir hatten jetzt erst eine Riesendiskussion im Plenum, wovon 5 Sekunden benutzt wurden, um uns in der Presse schädlich entgegenzutreten. Das finde ich schändlich, wie hier im Parlament auch mit solchen Diskussionen und gerade für das Demonstrationsgeschehen umgegangen wird. Ich glaube, wir müssen uns dafür einsetzen, dass die Leute eben die Chance haben, draußen zu demonstrieren. Wir hatten in der letzten Legislaturperiode versucht, Demonstrationsrecht so weit auszubreiten, dass man einen Korridor zwischen den Demonstrationen und der Gegendemonstration auch lässt. Weil wenn wir hier draußen auf dem Domplatz teilweise sind, da stehen Linke dann 30 Meter entfernt mit Trillerpfeifen, Kochtöpfen und lauten Musikanlagen, die versuchen, das Geschehen zu stören. Sowas hat mit einer normalen Demokratie nichts mehr zu tun und mit einem Demonstrationsgeschehen auch nicht. Und wir werden uns immer dafür einsetzen, dass die Leute auf die Straße gehen können und dass man sie auch hört.